Was geht ab? Ja, herzlich willkommen bei Sock Performance. Heute ist Woche 11, Tag 5. Wir waren jetzt locker 20 Minuten laufen. Im Jeep mit Atemmaske. Genau, einfach vom Spiel. Kannst du schon runternehmen. Morgen ist ja ein wichtiges Spiel. Kommt ein Scout von 60. Und im nächsten Spiel, nächste Woche, wahrscheinlich der U15-Trainer von 60 schaut sich Mujib mal an. Und Montag hatte noch ein Spiel mit seinem Stützpunkt, Kruger Stützpunkt gegen Wolfratshausener Stützpunkt. Komm näher ran, kleine Tippelschritte. Gut, dann großer Ausfallschritt. Aufrecht, Oberkörper weiter zurück. Genau. Geh runter. Aufdrehen. Hinteres Bein durchstrecken, komm. Brust mehr raus, komm. Ja, dann außen vom Fuß platzieren, den linken Arm und durchstrecken oder erst aufdrehen, so. Komm, hinteres Bein auch gestreckt, Fußspitze noch ein bisschen anziehen, komm. Sehr gut. Dann anderes Bein. Komm, durchstrecken das hintere Bein. Ganz durchstrecken, komm. Sehr gut. Habe ich noch zwei Fragen für dich. Was machst du, wenn du bei 60 nicht genommen wirst? Einfach weitermachen. Ich werde nicht aufgeben, also. Es gibt manchmal auch, man verliert manchmal, man gewinnt manchmal, also man kann nicht immer gewinnen. Es kann sein, dass ich nicht schaffe oder es kann sein, dass ich schaffe, aber wenn ich es auch nicht schaffe, dann trotzdem nicht. Ich werde mich ärgern, aber ich werde trotzdem mehr Gas geben, als ich jetzt gebe. Ich werde noch mehr Gas geben, noch mehr trainieren, damit ich es nächstes Jahr schaffe. Oder schon in der Winterpause? Ja. Eine gute Bahnliga-Saison. Was machst du, wenn du genommen wirst? Wenn ich genommen werde, dann mache ich trotzdem weiter. Das heißt, wenn ich da angenommen werde, dann mache ich Pause oder so, oder ja, okay, ich bin jetzt gut genug, weil, also persönlich werde ich sagen, dass ich nie perfekt oder gut genug bin, weil im Fußball kann man nicht immer perfekt oder genug sein, weil man sich immer verbessern kann. Deswegen werde ich immer weitermachen, damit ich da einer von den Besten bin. Genau, immer weitermachen. Egal wie die Umstände sind, immer weitermachen. Am Ende wirst du dann dein Ziel erreichen. Es geht nicht in erster Linie nicht um die Ergebnisse. Klar, am Ende des Tages zählt nur das Ergebnis, aber in erster Linie muss man erstmal den Prozess durchleben. Und der kann länger oder kürzer dauern. Genau. Bist du ready? Born ready, Mann. Das ist das Mindset. Was hast du heute über Konzentration? Muss erst an. Das ist es an. Ja. Was hast du heute über Konzentration gelernt? Ja, dass man wahre Konzentration, also was ist wahre Konzentration? Wahre Konzentration ist, dass man sich nur auf eine Sache voll konzentriert, voll fokussiert und auf eine Sache voll Gas gibt und man an nichts anderes denkt, sondern nur auf eine Sache. Zum Beispiel, ich habe morgen ein sehr wichtiges Spiel und dass ich mich morgen nur auf das Spiel so konzentriere, damit ich voll Gas geben kann, alles von mir raushauen kann, was ich drauf habe und alles geben kann. Und das ist Konzentration. Und das kann man durch Gedanken und durch Ruhe für sich. Also man kann wahre Konzentration durch Gedanken und Ruhe haben. Wenn ihr schlechte Gedanken oder irgendein anderer Gedanken habt, zum Beispiel wenn ihr Fußball spielt, aber ihr denkt an eure Familie oder irgendwas, da könnt ihr euch nicht konzentrieren. Denkt an das, was ihr gerade tut. So schafft ihr, so könnt ihr auch immer mehr Gas geben als andere Spieler. Ihr müsst einfach auf das fokussiert sein, was ihr macht. Und das schafft ihr durch Gedanken,
wenn ihr nur Gedanken auf das macht, was ihr gerade macht, und durch Ruhe, dass ihr ganz entspannt seid, dass ihr sicher seid, dass ihr es weißt, dass ihr es wisst, dass ihr es schafft einfach. Ihr schafft es, glaub mir, du schaffst es einfach. Zieh einfach durch. Konzentration ist verdammt wichtig für was du erreichen willst. Einfach konzentriert sein, fertig. Es ist so einfach. Einfach in Ruhe sein, fertig. Genau, also High Performance ist auch 100% im Moment sein. Im Hier und Jetzt. Nur so kannst du wirklich Spitzenleistung bringen. Und bin ich mir sicher, dass Mujib das morgen packt. Ja, damit ist jetzt die Woche 11, vielleicht was auch die Woche 12, vorbei. Genau, nächste Woche bin ich auf Trainerlehrgang, B-Lizenz in Oberhaching. Da wird der Mujib hier übernehmen mit der Kamera. Und euch mal zeigen, wie ihr dann trainiert, wie ihr auch alleine trainieren könnt, ohne Coach sozusagen. Er wird aber nächste Woche auch nicht zu oft trainieren, weil ja dann, er hat Montag ein Spiel und Samstag ist ja dann wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Auch in seiner Mannschaft in Herrsching in der Kreisklasse. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann sind die Erster. Also Erste sind sie eh schon, aber sind sie durch aufgestiegen. Genau, deswegen die nächsten zwei Spiele sind da schon spielentscheidend. Deswegen muss er da dann auch Gas geben. Von Haching kommt auch ein Coach noch und schaut ihn an, die nächsten paar Spiele. Genau, deswegen fahren wir jetzt das Trainingsniveau ein bisschen runter. Diese Woche haben wir jetzt zum Beispiel auch 5 Einheiten gemacht, aber dann hat er noch Stützpunkt und Mannschaftstraining. Aber die waren jetzt nicht so anstrengend. Auch heute ja laufen, gestern mehr eine Regenerationseinheit. Dass er eben fit ist morgen, genau. Ich freue mich schon, wird geil. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.